Unser Russland-Ruhr-Eiskunstlauf-Experte Michael Scharow war in Sofia bei der Eiskunstlauf-Junioren-Weltmeisterschaft dabei und hat auch die russischen Teilnehmer vor und hinter den Kulissen begleitet. Er konnte ein wahres Medaillenfest der russischen Mannschaft erleben mit einem grandiosen Dreifacherfolg bei den jungen Damen. Gold, Silber und Bronze holte das russische Damentrio Helena Radionova, Serafima Sachanovic und Evgenia Medvedeva. Die drei Mädels waren von Anfang an die Stars in Sofia und führten in dieser Reihenfolge sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür die Tabelle an. Radionova gewann am Ende sogar mit 10 Punkten Abstand. Dennoch sind die Mädchen übrigens ganz normal gebliebene, liebenswerte Teenager, ohne Starallüren, obwohl ihre Fanbase gerade im Heimatland gewaltig ist. Viel Glück und Talent bedeutet es in Russland schon, sich gegen die harte nationale Konkurrenz durchzusetzen, um überhaupt international antreten zu können, vor allem bei den jungen Damen. Von den letzten 5 Vorgängerinnen Radionovas als beste Juniorin der Welt stammen 3 aus Russland. Ein derartig durchschlagender Erfolg wie in Sofia ist jedoch auch für das russische Damenteam neu. Bei all diesen Erfolgen in der Damenwelt wollen wir jedoch auch die anderen erfolgreichen russischen Teilnehmer nicht vergessen, wie bei den Sportpaaren Tarasova Marozov aus Kasan und Vagalova Zakroev aus Perm auf Silber und Bronze, bei den Herren Alexander Petrov und im Eistanz Janowskaja Moskow jeweils auf Silber. Bei dieser grandiosen Mannschaftsleistung bei einer Junioren-WM muss man sich um eine erfolgreiche Zukunft des russischen Erwachsenenteams wohl keine Sorgen machen.